Sand, Wüste, Wind, Wasser. Die Pharaonen. Das alte Ägypten, die Wiege der Zivilisation, brachte Männer und Frauen hervor, die von abertausenden Menschen als Götter auf Erden verehrt wurden. Die Pharaonen regierten ihr Volk in einer Ära, die von Kreativität, Wissen und Glaubenskraft geprägt war, und sie schufen eine der größten Kulturen der Menschheitsgeschichte. 3000 Jahre lang herrschten sie über Ägypten und ließen großartige Monumente für sich selbst und ihre Götter errichten. Die Pyramiden von Giza, den großen Sphinx, die Tempel von Theben, die Gräber im Tal der Könige. Ihre Namen Cheops, Tutanchamun, Ramses oder Kleopatra stehen heute für Macht und Reichtum, für Eroberungsdrang und Selbstüberschätzung. Das Leben dieser Pharaonen jedoch bleibt geheimnisumwittert. Ihre Grabstätten enthielten unvorstellbare Schätze. Ihre Bauwerke wurden für die Ewigkeit errichtet und zeugen noch heute von den überragenden Fähigkeiten der Baumeister und Künstler. Verfolgen Sie mit, auf welche Weise dieser Pharao, der sein Land ins Chaos stürzte, zum Ketzerkönig wurde. Erfahren Sie, warum ein anderer als Napoleon des alten Ägypten bezeichnet wird und wie dieser Kindkönig bereits im Alter von 6 Jahren die höchste Machtstellung im Land innehatte. Die Pharaonen. Die Augen ihrer Skulpturen blicken zuversichtlich in die Zukunft. Ihr Antlitz strahlt Würde und Macht aus. Ihre in Leinen gewickelten Körper haben die Zeit überdauert. Und ihr Geist lebt weiter in zahllosen Bildnissen, Malereien und Hieroglyphen. Die Pharaonen waren eher Vermittler zwischen der irdischen Welt und den Göttern als Herrscher. Ihre Großtaten erregten Staunen und Ehrfurcht. Ihre Monumente glichen den Werken der Götter. Ein geheimnisvolles, uraltes Geschlecht von Gottkönigen. Der Klang ihrer Namen hat seit Jahrtausenden nicht an Kraft verloren. Die großen Pharaonen. Der Nil, geheimnisvoller Fluss, dunkles Band im Sonnenlicht, Lebensader des alten Ägypten. Schon lange bevor die ersten Pharaonen ihre Kultur hervorbrachten und wahre Wunderwerke an den schwarzen Ufern des Nils schufen, bahnte sich der Fluss hier seinen Weg. Er bildete die Lebensgrundlage für kleine Nomadenstämme, die in den fruchtbaren Uferzonen ihr Auskommen fanden. Fische und Wasservögel gab es im Überfluss und auch Krokodile und Flusspferde konnten hier gejagt werden. Jedes Jahr trat der Fluss über die Ufer und bedeckte das Land mit einer nährstoffreichen Schlammschicht, in der wilde Gerste gedieh. Zur Ernte und Jagd verwendeten diese prähistorischen Bewohner des Niltals Geräte aus Feuerstein. Das Leben hier war so vom Fluss abhängig, dass der griechische Geschichtsschreiber Herodot später sagte, Ägypten sei ein Geschenk des Nils. Ritze etwas in den Fels dieser Steinwüsten am Rand des Niltals und das Zeichen wird bleiben. Für immer. Hier in diesem Land sollten 3000 Jahre vor Christus die Schlüsselfiguren der altägyptischen Zivilisation in Erscheinung treten. Die Pharaonen. Von Anbeginn war Ägypten aufgrund der Naturgegebenheiten in 2 Regionen unterteilt. Das schmale Flusstal im Süden des Landes erhielt den Namen Oberägypten.
Das weite Deltagebiet im Norden, wo sich die Nilarme ins Mittelmeer ergießen, wurde Unterägypten genannt. Der Zusammenschluss der beiden Landesteile markiert den Beginn der ägyptischen Geschichte. In dem schmalen Flusstal entstanden großartige Monumente, Inschriften und eine geheimnisvolle Religion. Das durch die Wüste begrenzte und abgeschirmte Niltal ist das Land der Pharaonen. Das Wort Pharao bedeutet großes Haus. Traditionell hatten die Pharaonen die politische und geistige Oberhoheit über das ganze Land. Symbol des Königtums schlechthin war die Krone, die verschiedene Formen aufwies. Die beiden bedeutsamsten waren die weiße und die rote Krone. Die eine in Form einer hohen, konisch zulaufenden Mütze war das Symbol der Herrschaft über Oberägypten. Die andere symbolisierte die Herrschaft über Unterägypten. Zur Doppelkrone kombiniert kennzeichneten sie den Pharao als Herrscher über ganz Ägypten. Als königliche Würdezeichen hielt der Pharao Krummstab und Wedel in den Händen. Das gekrümmte Zepter erinnerte an einen Hirtenstab und wies den König als guten Hirten seines Volkes aus. Wenn er den Krummstab mit dem Wedel vor der Brust gekreuzt trug, versinnbildlichte dies, dass dem Pharao die Macht gegeben war, sein Volk zu führen, es zu beschützen und sich zu kümmern. Die alten Ägypter glaubten, dass alles von den Göttern erschaffen und von ihrem Wirken abhängig sei. Oft nahmen die Gottheiten Tiergestalt an. Daran lässt sich erkennen, mit welch ehrfurchtsvoller Scheu die Bewohner des Niltals die Lebewesen in ihrer Umgebung betrachteten. Der regierende König galt als Verkörperung des falkenköpfigen Gottes Horus, des Herrschers über den Himmel. Vor allem glaubten die alten Ägypter, dass ihr Leben auf Erden und die gesamte Weltordnung einer einzigen Macht zu gehorchen hatte, die sie Maat nannten. Die Aufgabe des Pharaos kann als Aufrechterhaltung der Maat beschrieben werden. Alles musste gemäß der Maat vonstatten gehen. Oder das Universum, die geordnete Welt, würde im Chaos versinken. Irdisches Chaos, kosmisches Chaos. Der Pharao sollte göttliche und menschliche Bemühungen vereinen, um die Maat zu verwirklichen. Das war eine äußerst wichtige Aufgabe. Es stand nicht weniger als das ganze Universum auf dem Spiel. Die ägyptische Kultur nahm ihren Anfang, als ein kriegerischer König um das Jahr 3100 vor Christus Ober- und Unterägypten einte. Seine Feinde besiegte er im Delta, dem Land des Papyrusdickichts. Damit wurde er zum ersten Pharao Ägyptens. Diese Ereignisse dokumentiert ein Fund aus Oberägypten, der in Hierakonpolis am westlichen Nilufer gemacht wurde. Dort brachten Ausgrabungen eine große Tafel aus dunkelgrünem Schiefer ans Licht. Die Narmer-Palette. Sie ist das älteste historische Dokument Ägyptens und mehr als 3000 Jahre vor Christus geschaffen worden. Das ist eine Nachbildung der Narmer-Palette. Das Original ist etwas größer. Das Hauptmotiv hier auf der Narmer-Palette ist der König selbst. Von seinem Gürtel hängt hinten ein Stierschwanz herab, ein typisches Attribut der Pharaonen. Auf dem Kopf trägt er die weiße Krone Oberägyptens. In der rechten Hand hält er eine Keule und holt damit aus, um einen knienden Gefangenen, den er beim Schopf gepackt hat, zu erschlagen. Die klassische Interpretation der Narmer-Palette besagt, dass dieser Pharao das Königreich vereinigt hat. Die Hieroglyphen des Königsnamens stellen einen Wels und darunter einen Meißel dar. Dies ergibt das Wort Narmer. Ein Name, der wörtlich übersetzt schlimmer Wels bedeutet. Das mag für uns merkwürdig klingen, aber im Nil leben einige Arten von elektrisch geladenen Fischen, die einen sehr schmerzhaften Stromschlag versetzen können.
Der Name dürfte daher durchaus einen realen Hintergrund haben. Die Inschrift besagt, dass Narmer die feindliche Siedlung niederbrannte und alle Krieger tötete. Die Rückseite der Narmer-Palette zeigt den Schauplatz nach dem Sieg des Königs. Vor dem König und seinem Gefolge sieht man das Schlachtfeld, auf dem in zwei Reihen enthauptete Feinde liegen, den Kopf zwischen den Füßen. Narmers Triumph zeigt, welche Auseinandersetzungen dem Aufstieg der ersten Dynastie des Pharaonenreichs vor über 5000 Jahren vorangegangen sein müssen. 29 weitere Dynastien sollten ihr folgen. Ein Wechsel trat ein, wenn kein Erbe vorhanden war oder ein gewaltsamer Umsturz stattfand. Diese Geschehnisse lagen damals noch in weiter Zukunft und sollten sich dann über drei Jahrtausende erstrecken. Um seine Eroberung abzusichern, heiratete Narmer vermutlich eine unterägyptische Prinzessin. Er zog Nil abwärts und gründete weiter im Norden eine neue Residenz mit dem Namen die Weißen Mauern. Als Nachfolger bestieg um 3050 vor Christus sein Sohn den Thron. Dessen Name ist auf einer Tonscheibe entdeckt worden, Hor-Aha, der Kämpfer. Hor-Aha übernahm wahrscheinlich ein System, in dem bereits viele Elemente des ägyptischen Königtums ausgebildet waren, doch verlieh er ihm eine großartigere, monumentale Prägung. Hor-Ahas folgenreichste Tat war die Gründung der Stadt Memphis, nicht weit von dem Ort, an dem Narmer seine Residenz, die Weißen Mauern, errichtet hatte. Diese Stadt sollte sich binnen kürzester Zeit zum politischen und religiösen Zentrum Ägyptens entwickeln. Die Häuser und Tempel sind vom Erdboden verschwunden, doch die Beschreibung des Historikers Manetho aus dem 3. Jahrhundert vor Christus vermittelt noch eine gewisse Vorstellung von dieser Stadt der Weißen Mauern. Memphis war die bei weitem größte Stadt, die ich jemals gesehen habe. Eine kolossale Mauer aus perlmuttfarbenem Kalkstein umschließt die eigentliche Stadt. Innerhalb des Mauerrings erheben sich viele Tempel aus der unglaublich großen Zahl brauner Lehmziegelhäuser. Umgeben sind sie von einem Heer gigantischer Statuen. Der Königspalast lag innerhalb des großen Mauerwalls. Seine Innenräume waren in leuchtenden Farben mit Szenen aus dem Alltagsleben dekoriert. Auf Deckengemälden war der nächtliche Sternenhimmel zu sehen. Der Pharao begann den Tag mit einem rituellen Bad, bei dem Mitglieder seines Hofstaats und der Dienerschaft zugegen waren. Da er vor seinen Untertanen mit allen Merkmalen göttlicher Erhabenheit erscheinen sollte, nahmen die Zeremonien der Reinigung und das Anlegen des herrschaftlichen Ornats viel Zeit in Anspruch. Zu dieser Zeit galt das Nilpferd noch als furchteinflößendes Wesen. Die Nilpferdjagd in den Papyrussümpfen des Niltals war ein privilegierter Sport, dem sich auch ein Pharao wie Hor-Aha widmete. Bei einer solchen Jagd soll Hor-Aha im Alter von 62 Jahren ums Leben gekommen sein. Einer Überlieferung zufolge wurde der Pharao durch den Rachen eines Nilpferds seinem Volk entrissen. Doch fand der Pharao Hor-Aha wirklich auf diese Art und Weise den Tod? Das Nilpferd hatte auch eine mythisch-religiöse Bedeutungsebene. Denn dieses gefährliche Tier galt als Verkörperung des gewalttätigen Gottes Set. Somit ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die von einem Priester überlieferte Geschichte den Tod des Königs so schildert, als sei er von der Verkörperung des Bösen dahingerafft worden. Vielleicht ist der 62 Jahre alte Pharao eines natürlichen Todes gestorben und die Zeitgenossen machten den Gott Set für sein Sterben verantwortlich. Wenn er die verheerenden Sandstürme der Wüste schickte, versuchten die Ägypter, seinen Grimm zu besänftigen. Wir werden wohl nie erfahren, wie der Pharao Hor-Aha wirklich gestorben ist, aber wir können sein Grab auf der Suche nach den Spuren eines uralten Friedhofs am Rande der Wüste besichtigen. Der Nil, Ägyptens große Wasserstraße. In der Zeit, als Pharao Hor-Aha starb,
also gegen 3000 vor Christus, befuhren leichte Papyrusboote mit hochgezogenem Bug und viereckigen Segeln aus Leinen den Strom. Getrieben von den Winden, die vom Mittelmeer her wehten, war es vielleicht ein Schiff dieser Art, das den Leichnam des verstorbenen Pharaos auf der fast 500 Kilometer langen Reise von seinem Palast in Memphis zum Königsfriedhof in Abydos trug. Abydos war die Begräbnisstätte der ersten Pharaonen, ein dem Totengott Osiris geweihter Ort. Der Glaube an Osiris, der von den Toten auferstanden war, gab den Ägyptern die Gewissheit, dass ein Leben nach dem Tod existierte. Mehr als 10 Meter tief ist das Osirion, die als Grab des Osiris verehrte Stätte, in den Wüstenboden versenkt. Die Wände sind mit Texten und Bildern aus den Unterweltsbüchern dekoriert, Beschreibungen des geheimnisvollen Totenreichs des Osiris. Sie sollten den Verstorbenen helfen, sicher ins Jenseits zu gelangen. In früher Zeit waren die Toten meist in einer flachen Grube beigesetzt worden. Das extrem trockene Klima sorgte dafür, dass der Leichnam im Wüstensand auf natürliche Weise mumifiziert wurde. Um ihre sterblichen Überreste für alle Ewigkeit zu schützen, ließen die Pharaonen der ersten Dynastie hier feste Grabbauten errichten. Durch die Bestattung in Abydos glaubten sie, mit ihrem Gott Osiris im Jenseits vereint zu werden. Dort würden sie für immer Herrscher sein und über die Welt gebieten. Das Grab in Abydos war eine sogenannte Mastaba. Dieses arabische Wort bedeutet Bank und an deren Form erinnern die Grabbauten. Dieses Haus für die Ewigkeit war ein massiver Bau aus luftgetrockneten Nilschlammziegeln mit einem flachen Dach und leicht schrägen Außenwänden. Die Kammern im Innern wurden mit allem versehen, was der König für das Weiterleben im Jenseits brauchte: Mobiliar, Gerätschaften, Nahrung. Hier führte ein Schacht zu einer unterirdischen Kammer mit Ziegelwänden. Dort sollte der Leichnam des Pharaos ruhen. Nach der Beisetzung wurde der Schacht mit Geröll gefüllt, um das Grab unzugänglich zu machen. Die Mehrzahl der Ägyptologen ist davon überzeugt, dass die Ruinen dieses Grabs einst die sterblichen Überreste des Pharaos Hor-Aha bargen. Ringsum befanden sich die Gräber treuer Diener von Konkubinen und sogar die seiner Lieblingshunde. Sie folgten ihrem Herrn bei seinem Begräbnis in den Tod, um ihn ins Jenseits zu begleiten. Eine solche Massenbestattung des Gefolges blieb in Ägypten jedoch auf die erste Dynastie beschränkt. Danach war der Platz um die Pharaonengräber Mitgliedern der königlichen Familie und herausragenden Persönlichkeiten vorbehalten. Ein anderes Grab in unmittelbarer Nähe enthielt eine Inschrift mit dem Namen Beruer Ib, wörtlich übersetzt »Süßes Herz«. Vielleicht war dies das Grab der Königin Hor-Ahas oder seiner Lieblingsfrau. In den Jahren nach dem Tod des Pharaonen Hor-Aha erlebte die ägyptische Kultur einen stürmischen Aufschwung und entwickelte ihre typischen Eigenheiten. Memphis war nicht nur der politische und religiöse, sondern auch der wirtschaftliche Mittelpunkt des Landes. Arbeiter entluden Schiffe, die Vieh und Korn aus Oberägypten oder dem Delta brachten. Nubien lieferte Ebenholz, Elfenbein und Gold. Die Bewohner der bevölkerungsreichen Stadt mussten versorgt, große Mengen Brot gebacken und Bier gebraut werden. Ein florierendes Land braucht eine Verwaltung. Im alten Ägypten lag sie in den Händen eines privilegierten Standes, dem der Schreiber. Die Schreiber waren tatsächlich wichtige Leute. Sie repräsentierten den Beamtenstand und bildeten gleichzeitig die intellektuelle Elite ihrer Zeit. Ohne sie wäre die ägyptische Kultur nicht denkbar gewesen. Gewiss, der Pharao war allmächtig, aber ohne einen effizienten Verwaltungsapparat hätten die Ägypter nicht leisten können, was sie geleistet haben. Man muss allerdings daran erinnern, dass maximal nur etwa 5% der altägyptischen Bevölkerung, zu welcher Zeit auch immer, lesen und schreiben konnten.
An der Spitze der Beamtenhierarchie stand der Wesir. Er war die rechte Hand des Pharaos und im Besitz umfangreicher Machtbefugnisse. Anfangs entstammten die Wesire dem Kreis der Königssöhne, doch schon bald wurde dieses Amt besonders befähigten und loyalen Beamten anvertraut. Auch in dieser Position ließen sie sich noch als Schreiber darstellen. Mit gekreuzten Beinen am Boden sitzend und eine Papyrusrolle auf den Knien. Die Schreiber sorgten nicht nur dafür, dass die Befehle des Pharaos ausgeführt wurden, ihren Aufzeichnungen verdanken wir auch unschätzbare Einblicke in die Geschichte. Bis zum Ende der zweiten Dynastie gegen 2700 v. Chr. Führt die Königsliste von Abydos 22 Pharaonen auf, die seit Horaha, dem Gründer von Memphis, über Ägypten herrschten. In den meisten Fällen aber wissen wir nicht mehr von ihnen als den Namen und was er bedeutet. Einer dieser Königsnamen hat die Bedeutung Zufrieden in Machtvollkommenheit, ein anderer Stark von Herzen. Darüber hinaus wissen wir, dass die Pharaonen dazu übergingen, ihre Grabanlagen in Saqqara nahe der Hauptstadt Memphis zu errichten. Die Mastabas wurden größer und mit ausgedehnten unterirdischen Galerien ausgestattet. Entwurf und Ausführung der von Mal zu Mal umfangreicheren Grabanlagen lassen erkennen, in welchem Maße Erfahrung, Sicherheit und Wagemut zunahmen. In kurzer Zeit entwickelten die Ägypter erstaunliche Fertigkeiten in der Steinbearbeitung und Baukunst. Ein Streben nach immer größerer Schönheit und Vollkommenheit zeigt sich hier in Saqqara. Im Süden des heutigen Kairo liegt dieser gewaltige steinerne Grabkomplex des Königs Djoser, der als zweiter Pharao der dritten Dynastie über Ägypten herrschte. Um 2630 v. Chr. Bestieg er den Thron, um die nun uneingeschränkte Macht des Pharaos auszuüben. Jeder, vom höchsten Würdenträger bis zum niedrigsten Sklaven, war seinem Willen unterworfen. Djoser bedeutet der Kräftige. Er sandte Expeditionen bis zur Halbinsel Sinai, wo reiche Vorkommen an Kupfer und Türkis entdeckt wurden. Seine Schiffe fuhren nilaufwärts weit über die Grenzen Ägyptens bei Aswan hinaus, um beladen mit den Reichtümern Nubiens zurückzukehren. So füllten sich die Schatzkammern des Königspalastes. Mit Djoser begann eine neue Epoche. In seinem Auftrag wurde die erste Pyramide Ägyptens erbaut, die Stufenpyramide. Mit einer Höhe von 60 Metern beherrscht die sechsstufige Pyramide den Horizont und den ausgedehnten Grabbezirk, der sie umgibt. Djosers Grabkomplex ist in der Tat von einzigartiger Bedeutung. Denn es handelt sich um den ersten ganz aus Stein errichteten Monumentalbau der Menschheitsgeschichte. Darüber hinaus vermittelt er eine Vorstellung davon, wie vielschichtig die königlichen Grabanlagen Ägyptens von nun an waren. Als Grabmonument war dieser Bau regelrecht eine Treppe in den Himmel. Als architektonische Leistung begründete er den Ruhm des genialen Baumeisters Imhotep. Die Inschrift einer Statuenbasis verzeichnet die Titel dieses Mannes im Dienst König Djosers. Siegelbewahrer des Königs von Ägypten, einer, der dem Haupt des Königs nahe ist, Vorsteher des großen Palastes, königlicher Beauftragter, Hohepriester von Heliopolis, Imhotep, der Zimmermann und Bildhauer. Imhotep ist so etwas wie ein Leonardo da Vinci des alten Ägypten gewesen. Enorm vielseitig. Er konnte alles. Er war Vertrauter und Ratgeber des Königs. Vizier, der leitende Staatsmann. Djoser hat ihn mit Titeln überhäuft. Aber wer er wirklich war, wissen wir nicht. Wir kennen nur seine Stellung zu der Zeit, als er beim Bau der ersten Pyramide sein Genie bewiesen hat. In dem Grabmal, das Imhotep für König Djoser entworfen hat, erfuhr die herkömmliche Mastaba-Form eine monumentale Steigerung. Abertausende weiße Kalksteinblöcke wurden aufgeschichtet, um sechs stufenweise sich nach oben verjüngende Mastabas übereinander zu türmen. Das Ergebnis war ein königliches Denkmal, das kilometerweit sichtbar war.
Mit dem Bau der Djoser-Pyramide ging der Aufstieg des Sonnengottes Ra zum höchsten Gott des ägyptischen Pantheons einher. Ihm zu Ehren wurden in der Folgezeit die mit den Pyramiden verbundenen Totentempel mit dem Eingang nach Osten hin zum Sonnenaufgang ausgerichtet. Eine 10 Meter hohe Mauer umschloss das 545 Meter lange und 280 Meter breite Rechteck des Grabbezirks. Im Hof befanden sich die Anlagen zur Feier des Seth-Festes, zu dessen Zeremonien ein Kultlauf des Pharaos gehörte. Ein Wandrelief in einer der unterirdischen Galerien des Grabbezirks zeigt König Djoser bei diesem rituellen Lauf. Herr des Schicksals, der die reichsten Ernten hervorbringt, Schöpfer des Himmels, der die Erde stützt und die Ufer des Nils beherrscht, dort, wo du schreitest, gibt es Nahrung im Überfluss. Das Seth-Fest wurde im 30. Jahr nach der Thronbesteigung gefeiert. Die Zeremonien bei diesem Fest sollten die im Laufe einer langen Regierungszeit abgenutzten Kräfte des Königs rituell erneuern, damit er verjüngt seine Thronbesteigung wiederholen konnte. In anderen Kulturen verfuhr man weniger zivilisiert und tötete den gealterten Häuptling, um einen jungen Nachfolger zu etablieren. Die Ägypter hatten ein Ritual zur Verjüngung ihres Königs, damit er mit neuer Kraft seinen göttlichen Auftrag erfüllen konnte. Djoser regierte 20 Jahre lang und hat in dieser Zeit wohl kein Seth-Fest begangen. In dem Festhof seiner aus Stein erbauten Totenresidenz sollte der König jedoch in der Ewigkeit des Jenseits unzählige Erneuerungsfeste feiern. Djoser hinterließ Ägypten bei seinem Tod um 2650 vor Christus ein großes Vermächtnis. Mit ihm hatte das Pyramidenzeitalter begonnen. Auch Djosers Nachfolger ließen Stufenpyramiden errichten, aber keiner von ihnen war offenbar in der Lage, seinen Grabkomplex zu vollenden. Die alten Schriften berichten uns vom Ende der dritten Dynastie. Huni, der letzte ihrer Könige, starb um das Jahr 2620 vor Christus, ohne einen Thronerben zu hinterlassen. Beim Übergang von der dritten zur vierten Dynastie trat eine Königin in Erscheinung, die der alten Dynastie entstammte und durch ihre Verbindung mit dem neuen Herrschergeschlecht diesem die Legitimation verlieh. Ihr Name war Hetepheres. Die Tochter des Königs Huni heiratete Snofru. Die Königsliste in Abydos schildert seine Herkunft und nennt ihn als Begründer der vierten Dynastie, die mehr als ein Jahrhundert lang über den ägyptischen Thron herrschte. Der Name Snofru bedeutet, der Vollkommenheit erzeugt. Daneben führte dieser Pharao den Titel Neb-Ma'at, Herr der Weltordnung. Mit Snofru begann eine Zeit außerordentlicher Machtentfaltung. Die Ägypter drangen in Nubien weit nach Süden vor, vielleicht schon bis Buhen am zweiten Katarakt, wo später eine mächtige Festung entstand, die nicht nur für militärische Unternehmungen als Stützpunkt diente, sondern auch für den Handel und den Goldbergbau. Einer Inschrift zufolge soll Snofru von einem seiner Nubien-Feldzüge mit einer Beute von 7000 Gefangenen und 200.000 Stück Vieh zurückgekehrt sein. Grabmalereien zeigen exotische Tiere wie Giraffen und Paviane, die aus dem Landesinnern Afrikas nach Ägypten gebracht wurden, um den Ruhm des Pharaos zu mehren und ihn als Herren ferner Länder auszuzeichnen. In den Kupfer- und Türkisminen des Sinai nahmen die Aktivitäten unter Snofru dermaßen zu, dass er später als der Pharao galt, dem Ägypten den Zugriff auf die Reichtümer der Halbinsel verdankte. Dennoch wurde er dort als Schutzherr verehrt. Dieses Felsrelief aus dem Wadi Machara zeigt Snofru, der einen bärtigen Beduinen am Schopf gepackt hat, um ihn mit einem Keulenschlag niederzustrecken.
Ein weiterer Rohstoff von großer Bedeutung war Holz. Man benötigte viel davon für das Mobiliar und die Balkendecken in den Palästen des Königs und seiner großen Gemahlin. Die im Niltal wachsenden Bäume waren dafür allerdings wenig geeignet. Wollten die Ägypter gutes Bauholz haben, so mussten sie eine Reise über das Meer antreten. Seit vorgeschichtlicher Zeit gehörte die Schifffahrt auf dem Nil zum Alltag der Ägypter. Die dabei gesammelte Erfahrung brachte sie dazu, sich auch aufs Meer zu wagen und die Küste entlang zu fahren. Von Snofru vermelden die Annalen, dass er eine Flotte von 60 Schiffen bauen ließ, die Byblos, den Ausfuhrhafen für Libanon-Zedern, ansteuern sollten. Auch über den Erfolg des Unternehmens sind wir unterrichtet. Ein Schreiber hat die Ankunft von 40 Schiffsladungen Zedernholz verzeichnet. Aus Inschriften erfahren wir ferner, dass Snofru neue Güter gründete und sie mit prächtigen Häusern ausstattete, die er seinen hohen Beamten übergab. Er war jedoch darauf bedacht, dass diese Herrensitze weit voneinander entfernt lagen, um zu vermeiden, dass sich deren Besitzer zu mächtigen Interessensgruppen zusammenschlossen. Noch immer fand der König Zeit zu feiern. Nach allem, was wir wissen, ließ es sich unter Snofru gut leben. Ägypten war um die Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus ein Land, in dem Frieden und Wohlstand herrschten. Der Pharao und seine Königin gaben festliche Bankette für die Adelsgesellschaft. Die Gäste wurden mit Feigen, Mastenten und anderen Köstlichkeiten bewirtet und trugen Kleider aus feinem Leinen, wenn sie überhaupt etwas trugen. Die alten Ägypter liebten verführerische Düfte. Ihre Scheitel schmückte ein Kegel aus duftendem Fett. Im Laufe des Abends begann er dann in der Wärme zu schmelzen und rann in kleinen Rinnsalen über Kopf und Schultern herab. Ein Papyrus erzählt davon, wie König Snofru eine Lustfahrt im Papyrusboot unternahm, zusammen mit einem Schwarm schöner Mädchen, die lediglich mit Fischernetzen bekleidet waren. Die alten Ägypter wussten das Leben zu genießen, aber sie hatten stets auch sein Ende vor Augen. Zum unvergänglichen Symbol ihrer Kultur sind daher die Wohnstätten der Toten geworden, die Pyramiden. Snofru wollte sein Grabmal nicht in der Königsnekropole von Saqqara errichten, aber auch nicht nach Abydos zurückkehren. Er wählte dafür einen neuen Platz namens Dahschur. Hier baute er die ersten wirklichen Pyramiden. Das Gelände war lange Zeit militärisches Sperrgebiet und nur ein kleiner Kreis von Archäologen hatte Zutritt. Erst seit kurzem sind die spektakulären Bauwerke des Snofru wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Fast 100 Meter hoch erhebt sich die sogenannte Knickpyramide aus dem Wüstensand. Eine Inschrift überliefert ihren Namen, Erscheinungen des Snofru. Den Knick durch die Verminderung des Neigungswinkels im oberen Bereich glaubte man früher dadurch erklären zu können, dass Snofru vor der Zeit verstorben und seine Pyramide dann in aller Eile, niedriger als ursprünglich geplant, zu Ende gebracht worden sei. In Wirklichkeit dürfte der merkwürdige Knick jedoch ganz andere Ursachen gehabt haben. An der Knickpyramide kam es zu einer regelrechten Baukatastrophe. Der Untergrund war nicht stabil genug für die gewaltigen Steinmassen, die hier aufgetürmt wurden. Als der Bau bis auf halbe Höhe gediehen war, gab der Boden nach. Mit der Folge, dass Risse und Verschiebungen im Mauerwerk auftraten. Angesichts dieser statischen Probleme mussten die Verantwortlichen befürchten, dass ihr Werk buchstäblich in den Sand gesetzt und der ungeheure Aufwand umsonst gewesen wäre. Daraufhin versuchten sie, den Bau durch eine Reduktion des Neigungswinkels zu retten, da sich auf diese Weise auch die Steinlast verringerte. Im Innern der Knickpyramide ließ Snofru dieses Kalksteinrelief mit seinem Abbild anbringen.
Er ist hier mit der Doppelkrone des Königs von Ober- und Unterägypten und dem eng anliegenden Mantel, den die Pharaonen beim Seth-Fest zu tragen pflegten, dargestellt. Am Fuße seiner missglückten Pyramide hatte er den Bau eines großen Totentempels zu überwachen. Ein Teil davon ist noch heute zu erkennen. Ich kann mir vorstellen, dass die Pharaonen unablässig mit ihren Bauprojekten beschäftigt waren, besonders wenn es sich um ihre Grabmonumente handelte, ihre Pyramiden und Totentempel. Sicher wollten sie sich immer wieder mit eigenen Augen davon überzeugen, wie die Dinge standen. Denn so mächtig der Pharao auch war, sein Wohlergehen im Jenseits hing davon ab, dass er das richtige Grab hatte. Dessen Realisierung gehörte zu den wichtigsten, für ihn persönlich wesentlichen Vorhaben seiner Regierungszeit. Der Oberbaumeister musste das Schlimmste befürchten, wenn etwas schief ging, was eben manchmal passieren konnte. So brachten bei der Knickpyramide auch die Rettungsversuche nicht mehr das gewünschte Ergebnis. Ihre Kammern sollten für immer leer bleiben. Aber die Baumeister des Pharaos mussten offenbar nicht dafür büßen. Im Gegenteil, 1,5 Kilometer weiter nördlich konnten sie eine neue Pyramide in Angriff nehmen und ein wahres Meisterwerk schaffen, die Rote Pyramide. Das über 100 Meter hoch aufragende Monument markiert den Endpunkt einer langen Entwicklung. Erstmals war es den Ägyptern gelungen, eine echte Pyramide als Königsgrab zu errichten. Der Name geht auf die Farbe des Steins zurück, der reich an Eisenoxid ist und im Sonnenlicht der Wüste rötlich schimmert. Als die Rote Pyramide geschaffen wurde, stieg der Sonnengott Ra zur höchsten Gottheit in Ägypten auf. Die Pyramide war gleichsam ein Sonnenaufgang in Stein. Ihre polierten Dreiecksflächen leuchteten wie Sonnenstrahlen, die durch einen Wolkenspalt brechen und ihren Lichtschein auf der Erde ausbreiten. Gleichzeitig symbolisiert die Pyramide die alles überragende Stellung des Pharaos in der ägyptischen Gesellschaft. Der König bildet die Spitze. Vom Pharao ausgehend weitet sich die Gesellschaftspyramide nach unten aus, über die ihm am nächsten stehende königliche Familie und die abgeschlossenen höheren Schichten bis hinab zur breiten Basis. Was aber will dieses in den Wüstensand gesetzte architektonische Gebilde besagen? Es bringt auf ganz simple Weise die Einheit und Geschlossenheit des Königreichs zum Ausdruck. Es ging um ein Monument für den Pharao, der nach seinem Tod zum Gott wurde. Um ein Werk also, das wichtig war für das Wohlergehen aller auf Erden. Die Snofru verkörpernde Spitze der Pyramide, das Pyramidion, ist herabgestürzt und liegt jetzt in Stücke zersprungen am Boden. Nicht weit weg von der kleineren Pyramide, die der Pharao für seine Hauptgemahlin, die Königin Hetepheres, errichten ließ. In der Nekropole von Meidum, südlich von Dachshur, wurden Prinz Rahotep und seine Frau Nofret beigesetzt. Die Mastaba enthielt Statuen des Paares aus bemaltem Kalkstein. Solche lebensnahen Bildnisse sollten gemäß dem Glauben der Ägypter der nach dem Tod frei umherschweifenden Seele helfen, wieder zum Körper zurückzufinden. Die fein modellierten Körper, die frischen Farben und die aus Bergkristall und Quarz eingelegten Augen verliehen diesen Statuen ein so lebendiges Aussehen, dass die Grabungsarbeiter bei ihrem Anblick erschrocken die Flucht ergriffen. Ruhig und gefasst blicken die beiden dem Dasein im Jenseits entgegen, in der hoheitsvollen Haltung, die Mitgliedern des ägyptischen Königshauses zukam. Nofret führte den ehrenvollen Titel einer Königsbekannten. Der Inschrift zufolge war ihr Gatte Rahotep ein Sohn des Königs Snofru und hatte neben anderen Ämtern das des Hohepriesters des Ra von Heliopolis inne. Snofru wurde in der Roten Pyramide bestattet, seinem Meisterwerk. Ein über 60 Meter langer Korridor im Innern führt zu 3 Grabkammern mit hohen Gewölben. Unvorstellbare Schätze müssen einst in diesen Kammern verborgen gewesen sein, die schon vor langer Zeit Grabräubern zum Opfer fielen und mit ihnen die sterblichen Überreste des Pharaos.
Die Funktion der Kammern in den Pyramiden der 4. Dynastie beschränkte sich jedoch nicht darauf, einen Leichnam und Grabbeigaben aufzunehmen. In einem steinernen Grab eingeschlossen, ließ die Feuchtigkeit den Körper rasch verwesen. Die alten Ägypter erkannten, dass sie zerstörten, was sie eigentlich schützen wollten, und sie fanden einen Ausweg aus diesem Dilemma. Geheimnisvoll erheben sich die Pyramiden von Giza aus dem Sand der Wüstenlandschaft. Sie gehören zu den gewaltigsten Bauwerken, die jemals von Menschenhand geschaffen wurden. Seit dem Altertum gelten sie als das erste der 7 Weltwunder. Der Pyramidenbau im alten Ägypten erreichte mit ihnen seinen absoluten Höhepunkt. Und nicht zuletzt sind sie Ausdruck der Wünsche und Träume jener 3 Pharaonen, die sie erbauen ließen. Die Pharaonen der 4. Dynastie nahmen Bauprojekte einer Größenordnung in Angriff, die nie zuvor angestrebt worden war. Allen voran Cheops, Snofrus Sohn und Nachfolger, um das Jahr 2550 vor Christus den Thron bestieg. Snofru hatte die Knickpyramide und die Rote Pyramide in Dachshur erbaut. Cheops wollte die Bauten seines Vorgängers übertreffen und errichtete die Große Pyramide auf dem Wüstenplateau von Giza. Cheops, der Erbauer der Großen Pyramide, konnte von seinem Vorgänger ein straff organisiertes Staatswesen übernehmen. So erstaunlich die Baumasse der Großen Pyramide auch ist, sein Vater Snofru hatte in Dachshur 2 Pyramiden erbaut, die zusammen annähernd das gleiche Volumen erreichten. Viele Ägyptologen sind der Meinung, dass Snofru auch die Pyramide von Meidum errichten ließ, 60 Kilometer südlich von Saqqara. In diesem Fall hätte er sogar noch 1 Million Kubikmeter mehr Stein verbaut als Cheops. Mit knapp 147 Metern Höhe übertrifft die Cheops-Pyramide den Turm des Straßburger Münsters und die Kuppel der Peterskirche in Rom. Tatsächlich galt sie bis zum Bau des Eiffelturms in Paris als das höchste Bauwerk der Welt. Die Cheops-Pyramide sollte von überall her zu sehen sein. Von großer Bedeutung war der Platz, den Cheops gewählt hat. Die Große Pyramide befindet sich nämlich auf einer Anhöhe, einem Plateau. Deshalb ist sie so weit vom Niltal aus sichtbar. Wo auch immer man sich im Umkreis von Kairo befindet, die Cheops-Pyramide ist zu sehen. Die Große Pyramide ist aus Kalksteinblöcken aufgeschichtet, die im Schnitt 2,5 Tonnen schwer sind. Das riesige Massiv besteht aus mehr als 2.300.000 solcher Blöcke, alle mit so großer Präzision versetzt, dass der Gedanke, dieses Bauwerk könne nur von Göttern geschaffen worden sein, gar nicht so fern liegt. Ein imposanter Korridor, die sogenannte Große Galerie, führt hinauf zur Sargkammer. Der mit rotem Granit ausgekleidete Raum war die letzte Ruhestätte des Pharaos. An der westlichen Schmalseite steht der Rosengranit-Sarkophag des Königs Cheops, für den die Große Pyramide erbaut wurde. Der Begriff Sarkophag ist griechischen Ursprungs. Er besteht aus dem Wort Sarx für Fleisch und dem Verb phagein, Essen. Zu Sarkophag verbunden bezeichnet der drastische Begriff die antiken Steinsärge als Fleischfresser. Auf welche Weise die alten Ägypter eine solche Menge riesiger Steinblöcke brechen, bearbeiten, transportieren und versetzen konnten, darüber haben sich Generationen von Forschern den Kopf zerbrochen. Rad und Wagen standen ihnen jedenfalls ebenso wenig zur Verfügung wie Flaschenzüge. Die Cheops-Pyramide symbolisiert wie kein zweites Monument das ägyptische Königtum. Im 5. Jahrhundert vor Christus konnte der griechische Geschichtsschreiber Herodot darin nur mehr steingewordene Tyrannei sehen. Cheops hat das Land in tiefstes Unglück gestürzt. Zunächst hat er alle Heiligtümer zuschließen lassen und das Opfern verhindert. Zudem zwang er alle Ägypter, für ihn zu arbeiten. Die einen mussten aus den Steinbrüchen im arabischen Gebirge Steinblöcke bis an den Nil schleifen. 100.000 Menschen waren es, die daran arbeiteten und alle 3 Monate abgelöst wurden.
An der Pyramide selber wurde 20 Jahre gearbeitet. Cheops war ein so verruchter Mensch, dass er in seiner Geldnot die eigene Tochter in ein Freudenhaus brachte. Die heutigen Wissenschaftler halten es für fraglich, ob Cheops wirklich ein Despot schlimmster Sorte gewesen ist. Der Ruf des Cheops, ein Unterdrücker gewesen zu sein, scheint seinen Ursprung in Erzählungen zu haben, die erst in einer sehr viel späteren Zeit aufgekommen sind. Sie schildern ihn als mürrischen, strengen oder auch unbarmherzig harten Herrscher. Die späteren antiken Geschichtsschreiber haben dann solche Schilderungen aufgegriffen und fantasievoll ausgeschmückt. Auf diese Weise ist uns das Zerrbild des brutalen Tyrannen Cheops überliefert worden. Doch es gibt keine authentischen Belege dafür. Tatsächlich weiß man aus zuverlässigen schriftlichen Quellen nur sehr wenig über den Erbauer der großen Pyramide. Mit Ausnahme dieser 7,5 cm hohen Miniatur aus Elfenbein ist uns kein weiteres gesichertes Rundbild des Cheops bekannt. Seit kurzem wird in Giza ein Friedhof erforscht, in dem allem Anschein nach Arbeiter beigesetzt wurden, die am Bau der Cheops-Pyramide beteiligt waren. Wären diese Arbeitskräfte Sklaven gewesen, hätte Cheops ihnen gewiss nicht die ehrenvolle Bestattung in der Nähe seines eigenen Grabmals zugebilligt. Unstrittig bleibt die Tatsache, dass der Pyramidenbau unter den beiden ersten Königen der vierten Dynastie technisch wie organisatorisch einen Standard erreichte, der nicht mehr zu überbieten war. Zur gleichen Zeit entwickelte sich auch die Praxis der Einbalsamierung zu jener geheimnisvollen Kunst der Ägypter, die es ihnen erlaubte, den Leichnam zu mumifizieren. Unter Snofru und Cheops wurde die Mumifizierung zu einem wesentlichen Element der ägyptischen Religion, denn sie bewirkte und vollendete die Verwandlung des verstorbenen Pharaos vom irdischen zum göttlichen Herrscher im himmlischen Jenseits. Nur wenn der Körper erhalten blieb, war nach dem Glauben der Ägypter auch die geistige Existenz gesichert, bis in alle Ewigkeit. Das umfangreiche magische Ritual der Einbalsamierung sollte dem Körper seine volle Funktionsfähigkeit für das Leben im Jenseits erhalten. Die Mumifizierungspraxis erlaubt uns heute, in die Gesichter von Pharaonen und anderen Ägyptern zu blicken, die nach Jahrtausenden immer noch erkennbar sind. Sie dokumentiert aber auch, dass diese Gottkönige sterbliche Menschen waren. Untersuchungen mittels modernster medizinischer Technik haben ergeben, dass die Pharaonen an Krankheiten aller Art litten: Gallensteine, Tuberkulose, Kinderlähmung, Blinddarmentzündung, Leistenbruch, Blattern und Cholera. Am Fuß der Cheops-Pyramide wurden diese Gruben entdeckt und darin eine Menge bearbeiteter Zedernholzstücke. Experten konnten die Einzelteile Stück für Stück wieder zusammensetzen. Ergebnis war ein 40 Meter langes, funktionsfähiges Schiff. Die riesige Barke wurde wahrscheinlich bei den Bestattungszeremonien verwendet. Die Durchführung dieser rituellen Zeremonien für Cheops war die Aufgabe seines Sohnes und Nachfolgers Djedefra, der im Jahre 2528 vor Christus den Thron bestieg. Sein Name bedeutet dauernd wie Ra. Djedefra war der erste Pharao, der den Namen des Sonnengottes Ra in seinem Namen führte und den Titel Sohn des Ra annahm. Die Pyramide, die er in Abu Awash, 8 Kilometer nördlich von Giza, zu bauen begann, blieb unvollendet. Djedefra regierte nur 8 Jahre. 2520 vor Christus folgte ihm sein Bruder Chephren auf den Thron. Auch der Name des neuen Pharaos enthielt den Namen des Sonnengottes Ra mit der Bedeutung Erscheinen wie Ra. Chephren nahm unmittelbar nach seiner Thronbesteigung den Bau der zweiten Pyramide auf dem Plateau von Giza in Angriff. Die für ihn selbst bestimmte Pyramide sollte sich im Schatten der großen Pyramide seines Vaters Cheops erheben und nur wenig hinter dieser zurückbleiben. Während der Regierung Chephrens hatten es die Ägypter sicher genauso gut wie unter seinen Vorgängern. Trotzdem konnte es nicht ausbleiben, dass gigantische Bauten, wie sie nun seit 3 Generationen von jedem Pharao errichtet wurden, die wirtschaftlichen und administrativen Möglichkeiten des Landes allmählich erschöpften.
In der Tat gibt es Anzeichen dafür, dass die Regierungszeit Chefrens einen Wendepunkt in der mehr als 100 Jahre umfassenden Geschichte der vierten Dynastie markiert. Die großartige Sitzstatue dieses Pharaos befand sich in dem sogenannten Taltempel seines Pyramidenbezirks. Mit ausgebreiteten Flügeln beschützt der Falkengott Horus das Haupt des Königs. Das wohl bekannteste Wahrzeichen, das Chefren hinterlassen hat, erhebt sich am Ostrand des Wüstenplateaus von Giza im Schatten der Pyramiden. Der große Sphinx. Für die Ägypter waren diese mythischen Wesen die Wächter heiliger Stätten. Aus dem gewachsenen Fels meißelten Chefrens Steinmetze einen riesigen Löwenleib mit dem Haupt des Pharaos. Dies war das erste Königsbildnis in kolossalen Dimensionen. Ohr und Nase sind annähernd 2 Meter hoch. Der Löwenleib ist über 73 Meter lang, 3/4 der Länge eines Fußballfelds. Die Höhe vom Pflaster unter den Vorderpranken bis zum Scheitel beträgt 20 Meter, so viel wie ein 6-stöckiges Haus. Der Name Sphinx ist griechischen Ursprungs und bedeutet Würger, denn die Griechen benannten dieses ägyptische Mischwesen nach einer schrecklichen Gestalt ihrer eigenen Mythen. Die kolossale Sphinx-Figur wurde aus dem gewachsenen Kalkstein geschlagen. Dieser befand sich auf einem Areal, das beim Pyramidenbau wahrscheinlich auch schon für den der Cheops-Pyramide als Steinbruch genutzt wurde. Beim Abbruch des Gesteins blieb ein Felsbrocken stehen, der dann als Sphinx gestaltet wurde. Der große Sphinx ist das monumentalste Bildwerk in der Geschichte des pharaonischen Ägypten. Am Eingang zum Gräberfeld von Giza repräsentiert er weithin sichtbar die ganze Gottesnatur des Pharaos. In der Stille der Wüste stellt der Sphinx mit steinernem Blick rätselhafte Fragen, auf die sich keine klaren Antworten finden lassen. Vor der untergehenden Sonne blickt das von den Zeichen der Zeit geprägte Gesicht in die Ferne, so als wolle es einen Hinweis geben. Der Lauf der Geschichte brachte es mit sich, dass eines Tages auch die Sonne jener Dynastie unterging, von der die Pyramiden und der große Sphinx erbaut worden waren. Mehr zur Kultur und Geschichte der alten Ägypter erfahren Sie in der nächsten Folge von Ägyptomanie.